Moin Leute, willkommen zurück bei Van360 TV. Heute geht es wieder um unser Van360 Tagebuch. Wir sprechen mit den Kollegen über ihre Reparatur- und Restaurierungsaufträge. Es ist sehr T3 und T4 lastig in dieser Folge. Und den Anfang macht unser lieber Kollege Matthias mit einem ganz besonderen T4-Bonbon. Bleibt mal dran. Du meinst wohl Scheiße-Bonbon? Wenn du es so bezeichnen möchtest, dann ja. Von mir aus. Aber denk immer dran, dieser Bus hat auch eine Seele. Ja, hat er. Und die Menschen, die ihn nutzen, ebenfalls. Die hauchen wir ihm jetzt ein, die Seele. Ja, ist auch so. Ja, ja, das ist mein Scheiße-Bonbon der Woche hier. Aber okay, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Bonbon, den du dir gerade so richtig schön genüsslich wegmachst. Der war ja bei uns beim Technikcheck. Genau. Und da sind ja etliche Sachen aufgefallen. Ja. Und der Kunde möchte jetzt so den größten Teil Technik haben. Mhm. Er splittet das wahrscheinlich, Karosserie und noch gewisse andere Themen bei Technik. Aber wir machen erstmal so die gravierendsten Sachen. Ja. Großer Punkt war hier extreme Ölerei. Also einen stark verölten Motor habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Aber wirklich schlimm. Man sieht es auch an deiner Nasenspitze. Ja, da steckt da drin in der Materie. Ja. Und ist das Regen oder ist das Öl, das Wasser von deiner Nasenspitze tropft? Ein bisschen das schwarze Gold. Sehr gut. Ja, nee, jedenfalls haben wir jetzt angefangen, Zahnriemen, die Ölleckagen zu suchen. Ich denke mal, dass ich das meiste gefunden habe. Das waren Was hast du diagnostiziert? Können wir mal gucken? Kannst du mal zeigen so ein bisschen? Wir haben hier einmal den Ventildeckel. Da waren, Hauptsache, es geht ja immer um diese Dichtung hier unten. Und diesmal haben wir sogar, dass hier oben diese Führungshülsen, wo noch so eine Gummis drin sitzen, abgebrochen sind. Ja. Also der Wagen hat auch knapp 500.000 runter. Ja, ne? Er ist der Motor. Er ist der Motor. Mhm. Und da kann das schon mal alles kaputt gehen. Da kann, genau, wollte ich gerade sagen, da kann schon mal was sein, ja. Wie gesagt, noch eine Ölleckage war hinten am Ölfilterhalter. Da sitzt ein O-Ring, der härtet natürlich mit der Zeit aus. Ja. Ne? Und vom Ölmessstab, der ist auch am Block eingeschraubt, da ist auch eine Dichtung defekt. Ja. Sehen wir das irgendwo? Kannst du uns das einmal zeigen? Können wir leider nur grob, also wir werden da wahrscheinlich mit der Kamera gar nicht hinkommen. Ich kann mal versuchen, hier reinzuleuchten. Und dann ist das genau hier oben drauf. Du müsstest einmal von hier oben gucken. Guck mal hier zwischen, Lenkgetriebe und... Ja. Und da jetzt wo das Licht hin. Ne, da sehen wir einmal den Ölfilterhalter, wo der Ölfilter rangeschraubt wird. Mhm. Und wie gesagt, der ganze hintere Bereich war halt verölt. Und den, genau. Ja, und dazu hast du schöne E-Mail geschrieben, genau. Mit fototechnisch, so gut es geht, dokumentiert. Richtig. Und Wolle hat, glaube ich, mit dem Kunden auch schon Kontakt aufgenommen. Genau, und er hat heute Morgen gleich bestätigt. Ja. Machen wir. Kann es weitergehen. Kann weitergehen, ja. Ja, dann wechseln wir noch die gesamte Auspuffanlage, die war stark verrostet. Mit dem Cut und das wird nachher auch noch mal tricky werden mit diesem, ich glaube viele Vierschrauber wissen genau, dass es mir nicht so viel Spaß macht, diese Befestigungshalter hier ranzubekommen, das ist dann auch noch mal ein bisschen kacke. Was ist da so schwer dann? Die werden halt hier mit diesem Spezialwerkzeug, müssen die aufgebogen werden, dass du ein bisschen über das Maß kommst und dann musst du natürlich da oben im Auto das wieder lösen und dann auch genau wieder auf diese Position bringen, ja. Das ist so ein bisschen tricky. Okay. Aber wir kriegen es hin. Sonst habe ich ja immer noch meinen T4-Nico. Genau. Der hat ja immer richtig Bock drauf. T4-Nico, ja. Ja. Aber das klappt gut in der Zusammenarbeit. Ne? Ja. Also wenn wir so ein bisschen Witze machen über Scheiße-Bonbon, dann hat es ja auch einen Hintergrund. Ja, ne? Also Matthias hat halt wirklich richtig fett Bock auf T3 und T2 mittlerweile, glaube ich, auch. Ja. Ne? Und Nico hat halt richtig Bock auf T4. Und das ist so ein bisschen untereinander mal den einen oder anderen Witz machen. Ein bisschen betteln hier. Ja, okay. Gibt es zu dem Projekt dann noch irgendwas Spannendes zu berichten, zu erzählen? Nee. Nö. Nö, leider nicht. Ja, okay. Nee, genau. Na, dann würden wir einmal zu deinem T4-Lehrmeister T4-Nico gehen. Ist so, genau. Und gucken mal bei dem, was der so macht. Ne? Genau. Danke, Matthias. Jo. Moin, Nico. Na, Christi. Was machst du gerade so schön da oben? Na, ich baue hier gerade wieder was Schönes ab. Ich habe nämlich gerade Druck auf das Kühlsystem gegeben, um zu gucken, ob noch irgendwo was undicht ist. Also selbstverständlich natürlich ist nichts undicht. Ja, sehr gut. Weil das haben wir natürlich alles wieder hingekriegt. Ja, sag mal ganz kurz, was hast du hier? Was ist das? Na, damit sozusagen ist eine Druckpumpe, schließe ich ans Kühlsystem an. Da haben wir dann hier verschiedene Aussätze für verschiedene Behälter. Ja. Den vom T4 habe ich natürlich jetzt noch oben drin. Schließen wir an und dann pumpen wir, bis da genug Druck drauf ist. Und dann diese Anzeige, was zeige ich dir? Genau, das machen wir wieder, wie viel Druck drauf ist. Ne? Also ich kann jetzt hier pumpen. Ja. Jetzt haben wir hier 1,25 bar. Ne? Und hier lasse ich dann den Druck wieder ab. Mhm.
Ne, weil wenn man den Druck nicht ablässt und das einfach abzieht, ist der Druck noch auf dem System. Und dann spritzt sich das ganze Kühlwasser oben ins Gesicht. Okay. Das ist natürlich gerade nicht passiert. Sehr gut. Musst du dich noch trocken wischen? Nee, alles gut. So. Okay, dann schieß mal los. Was hast du gerade für ein Projekt hier am Wickel? Ich habe natürlich keinen scheiß Bonbon. Das ist natürlich ein schönes Auto. Ja. Ich weiß nicht, was Matthias Schwieder gesagt hat. wir haben hier neue Injektoren eingebaut. Vielleicht sieht man die auch von unten. Ich würde mal das Auto noch mal ein bisschen hochlassen. So, kann man hier reingucken? Ja. Komm mal hier hin. Hier, wo mein Fänger ist, da ist dieser Haltebügel für den Injektor und dort hinter sitzt der Injektor. Ne? Natürlich haben wir hier 5 Stück von, weil es ein 5-Zylinder ist. Die haben wir erneuert. Dann haben wir noch einen Zahnriemen gemacht. Der ist noch nicht ganz fertig. Dazu muss ich jetzt noch hier auf diesen Schwingungsdämpfer warten. Der kommt noch neu. Der ist nämlich von hinten rissig. Deswegen habe ich das Auto noch nicht zum Laufen gebracht. Ja. Dann haben wir noch die Ölwanne abgedichtet. Und diese Ölpumpe hier. Das Gehäuse hier von der Ölpumpe sozusagen. Hier oben. Ja, was dabei aufgefallen ist, kann ich auch noch mal zeigen. Wo haben wir das jetzt hingelegt? Ist einmal diese Ölspritzdüse hier. Dieses Teil lag im Ölsieb drin, sozusagen in der Ölwanne. Soll natürlich nicht sein. Mhm. Und das dient nämlich hierzu für die Kolbenbodenkühlung, damit der Kolben gekühlt wird, nicht zu heiß wird. Die haben wir natürlich erneuert. Schöne Arbeit. Eigentlich soll man dafür die Kurbelwelle ausbauen. Mhm. Haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben es natürlich so hingekriegt. Ja, okay. Und dann haben wir noch, wie wir jetzt hier schön sehen, die neuen glänzenden Sachen. Die Vorderachse haben wir, die Traggelenke unten und oben erneuert. Ja. Dann, wenn wir hier noch gucken, haben wir die Koppelstange erneuert auf beiden Seiten. Mhm. Und einmal die ganze Spurstange, weil die Axialgelenke hatten Spiel. Und die Manschetten waren auch gerissen von den. Ja. Ja. Muss er noch zur Achsvermessung dann? Zur Achsvermessung geht er natürlich auch noch, genau. Ja, klar. Okay. Und dann haben wir noch die Schaltung ausgebuchst. Dafür haben wir das ganze Schaltgestänge hier oben ausgebaut. Einmal oben am Getriebe und einmal den ganzen Bock haben wir ausgebaut. Mhm. Dort haben wir dann die Buchsen hier neu gemacht, hier zwischen. Hier haben wir noch die Lager zwischen neu gemacht. Und vorne, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, da können wir nicht hingucken. Mhm. Dort haben wir noch die Kugeln, die öfters mal gerne kaputt gehen. Die haben wir auch noch erneuert. Okay. Ja, und das war sozusagen das Ganze, was wir bis jetzt hier gemacht haben. Ja, also Zahnriemen noch zu Ende bringen. Ja, genau. Schwingungsdämpfer ist noch offen. Ach nee, gelogen habe ich auch noch mal. Wir haben ja doch natürlich noch was gemacht, wenn wir hier noch mal hingucken. Haben wir hier dieses Wasserrohr über dem Getriebe gemacht beim T4. Auch eine schöne Schwachstelle, die rosten gerne durch. Ja. Da können wir hier auch mal hingucken. Ah ja, da hängen die Dinger. Hier haben wir mal eins von einem damaligen Checkkunden. Da war es hier ein bisschen feucht dran. Ne? Da habe ich einmal mit dem Finger rüber gezogen. Und dann war dieses Loch da drin, weil der Rost sich dann gelöst hat. Und dann lief das schön raus. Ah ja, okay. Und warum hängen die da noch? Zeigen wir mal die Kunden, wenn wir jetzt einen Check machen, die rostig sind. Ne? Ah, genau. Okay. Dass das denn so sein kann, auch wenn. Also, es kann natürlich noch gut sein, klar. Ja. Aber wir empfehlen es dann immer, wenn es so schön stark rostig ist, zu erneuern, weil es kann jede Sekunde durch sein und dann ist euer ganzes Kühlwasser raus. Ja. Ja, das ist eigentlich ein schönes Stichwort, was du da genannt hast: Veranschaulichung. Ne? Also, wenn mich nicht alles täuscht, du hast diese Woche 2 Checks gemacht? Ja, noch? 2 Checks habe ich gemacht, genau. Was waren das für Fahrzeuge? 2 T4s, ein T4 Synchro und ein Multivan. Und wo kamen die Kunden her? Einmal aus Mannheim und einmal einer hier aus Rostock. Also einer hier noch aus Rostock, genau. Ja, okay. Also einer weiter weg, einer ein bisschen näher dran. Genau. Und das ist nämlich so ein Service, der euch dann auch erwartet, wenn ihr herkommt. Ne? Wir unterhalten uns mit euch dann am Bus, wenn wir den Check durchgeführt haben und versuchen dann auch anhand solcher Thematiken zu veranschaulichen, was für Schwachstellen und Problemstellen es gibt, damit ihr ein Bild von der notwendig durchzuführenden Reparatur auch bekommt. Ne? Okay, Nico. Dann gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Nee, tatsächlich nicht. Obwohl, ihr könnt euch ja noch gerne mal das letzte Video von uns anschauen, von der Kardanwelle beim T4 Synchro, von mir. Da könnt ihr gerne mal einen Blick drauf werfen. Ja. Das ist ganz gut geworden. Ich finde es sehr gelungen, ist super. Es ist ein schönes handwerkliches Video, Stück für Stück einmal die Generalüberholung einer Kardanwelle aufgezeigt. Nico, der euch da mitnimmt, schaltet da gerne mal ein. Gut, Nico, dann sage ich herzlichen Dank. Ja, bitte. Und ich gehe zu deinem Kumpel Johannes, der
auch zwei spannende Sachen diese Woche gemacht hat und eine gerade noch macht. Kommt mal mit. Johannes. Hallo, Krischi. Na, hast du auch einen Moment Zeit für mich? Na klar. Was hast du denn gerade hier für ein schönes Projekt am Wickel? Also ich habe hier gerade so einen schönen grauen, metallic-grauen T3 Karat Karavelle. Oh, okay. Das ist so ein bisschen der Nobel T3, sag ich mal. Der Nobel Schröder mit einer etwas gehobeneren Innenausstattung. Ja. Und vor allem auch Verkleidung und die ganze Art. Also hier ist ein schöner Dachhimmel, kann ich ein bisschen ausleuchten. Schön bezogen und vor allem die Verkleidungsteile rund um die Fenster sind halt hochwertiger als sag ich mal, der normale Standard. Ja. Also hier ist nicht so beledert, sondern das baut halt ein bisschen mehr auf, ist ein bisschen voluminöser, sieht ein bisschen edler aus. Und hier habe ich auch solche abgerüsten Formteile gerade liegen, genau. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Mhm. Also auch schön mit Leder bezogen natürlich, aber halt ein bisschen mit mehr Struktur und ein bisschen, ein bisschen Form. Hinten links oben. Genau, hinten links oben. Das wäre quasi da über diesem letzten Fenster. Ja. Und dann hat man halt hier noch so schöne, die liegen da hinten noch diese runden, schwenkbaren Leseleuchten. Ja. Was ganz cool ist und schick aussieht. Und halt auch Belüftungsgitter in regelmäßigen Abständen. Ja. In dem würde es sich auch wohlfühlen, sagst du. Ja. Das würde mir gefallen. Auch so die Farbgebung finde ich ganz gut. Mhm. Ja, schön. Und was machst du jetzt hier grundsätzlich? Was ist gerade deine Aufgabe? Also ich löse halt diese schönen Verkleidungsteile. Mhm. Und ja, das haben die damals richtig haltbar gemacht. Ja. Also wie man hier sehen kann, ist das wirklich vollflächig verklebt. Ja. Und ich habe da so zwei schöne große Stemmeisen liegen. Kann ich ja mal holen. Da sieht man wirklich ganz gut, wie krass die verklebt sind. Ne? Also die musste ich mir auch extra anfertigen, weil anders war das nicht zu machen. Also ja. Ich habe verschiedenste Methoden ausprobiert, mit diesem Schwingschneider versucht oder warm zu machen. Aber dadurch, dass halt die so erhaben sind und so dick sind, kommt halt die Wärme gar nicht an. Dann habe ich Angst, dass ich vorher hier irgendwas abfacke und verbrenne. Mhm. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen rund gemacht, nicht ganz zu scharf gemacht, dass ich nicht Gefahr laufe, die Formteile durchzustechen. Mhm. Und dann fange ich halt von einer Seite an und arbeite mich dann Stück für Stück weiter. Ja, sehr gut. Das ist bis jetzt, finde ich, die für mich beste Methode. Ja. Aber ist halt sehr, sehr aufwendig. Mhm. Aber bis jetzt sind alle Teile heile geblieben. Mhm. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Ja, auch wichtig, ne? Gerade bei dem ich glaub, Modell. Die gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Es ist dann schwierig, irgendwie was Geeignetes zu finden. Ja, super. Und du machst das ganze Jahr einmal Bus zerlegen. Das ist eine Teilrestaurierung, so als Projekt. Der Bus bleibt auf seinen Achsen stehen. Mhm. Teilweise ist er innen vom Kunden zerlegt worden. Du zerlegst den Rest jetzt noch. Und dann widmen wir uns der Karosserie. Und das Blechkleid wird quasi einmal restauriert. Und du bereitest das gerade alles vor. Genau. Okay, dann lass uns mal bei dem Bus einen Haken machen. Was hast du diese Woche noch gemacht? Davor habe ich auch einen T4 gemacht. Also diese Woche ist sehr T4-lastig bei uns. Ja. Und zwar so eine Langversion mit Carthago-Hochdach. Und da habe ich halt das Hochdach demontiert. Und wollen wir uns den auch mal angucken? Können wir uns gerne mal anschauen. Den haben wir ja draußen ein bisschen drapiert schon, damit wir einmal hingehen können. Das Dach ist natürlich schon ab. Genau. Vorschlagen, wir gehen einmal zum Bus oder zum Dach? Erstmal zum Fahrzeug, ja. Okay, das ist ja quasi so für uns auch noch nicht die Regel. Ist ein Bereich, den wir in der Vergangenheit noch nicht so häufig gemacht haben. Aber wir merken halt, dass es auch mehr wird. Ähnlich wie im T3-Bereich, dass der Dachrahmen eine Schwachstelle ist. Oh, sieht es beim T4 an einer oder anderen Stelle auch mal aus. Genau. Als wäre das so. Vielleicht führst du einmal ganz kurz durch, was ist hier passiert bisher. Also, hier habe ich erstmal die Frontscheibe rausgenommen, weil das halt auch klassischer Bereich ist, der gemacht werden muss von der Karosserie. Hätte man jetzt für die Hochdachdemontage nicht zwingend abnehmen müssen, aber es macht sich halt eben viel einfacher. Man kommt hier besser ran, kann sich jetzt nur noch ein bisschen abstützen, draufsetzen, dann hier oben was freischneiden. Ja. Also im Prinzip haben die Leute von Carthago das Dach hauptsächlich nur geklebt und es wurde dann in diesen Bereichen quasi viermal, einmal hier gegenüber und hinten noch zweimal mit so kleinen Metallbügeln noch festgeschraubt, über zwei Schrauben, das war alles. Und ansonsten sieht man hier noch die schwarzen Bereiche.
halt, wo der... Die schwarzen sind die Klebebereiche? Genau, noch die Kleberückstände. Und alles, was nicht schwarz ist, ist dann Rost? Das ist dann Rost. Hier ist noch so ein bisschen von Teppichkleber, also es ist nicht unbedingt Rost, aber das aber ist hier, halt, ne? Also ja. sehr viel umlaufender Rost vor allem. Ja. Also richtig breitflächig geklebt haben die das. Ja, das zieht sich ja auch durch, ne? Regelmäßig dieser Rostbefall. Ja. Hier eine Stelle, und hier irgendwann eine Stelle. Hat sich das halt, ja, durch thermische oder auch UV-Einwirkung gelöst, sodass sukzessive Wasser reinkam, auch quasi dann, ich denke mal, durch die Art des Campens entsteht ja auch Feuchtigkeit im Inneren. Das Kondenswasser, halt von innen auch nochmal Feuchtigkeit. Mhm. Das sehen wir nachher auch nochmal beim Hochdach genau. Ja. Dass es halt ja von innen und von außen so ja, durchnässt worden ist, dass quasi dann das nur eine Frage der Zeit war, dass er jetzt so aussah, wie er jetzt aussieht. Ja, ja, spannend. Dann lass uns mal zum Dach gehen. Mhm. Nur mal kurz zwischendurch für euch. Wir haben hier einen Bus, der ist auch gerade frisch zurückgekommen von der KTL-Beschichtung und bekommt jetzt im nächsten Schritt dann einmal die Nähte am Unterboden, damit wir den Unterboden mit Timax-Farbe konserviert bekommen, damit der Bus dann anschließend zum Lackierer gehen kann. Ne? Und das war halt mein allererstes Projekt, was ich hier gemacht habe. Den zerlegt. Das stimmt, ja, und das ist so. Ja, jetzt sieht er wieder schick aus. Ja, so ist das. Der Prozess schreitet voran, Johannes. Genau. Bald ist er wieder bei dir, vielleicht zur Komplettierung dann. Dann schließt sich der Kreis. Okay, jetzt wieder T4 mit dem Karthago-Dach, das wir hier liegen sehen. Hier ist das Karthago-Dach. Ja, ich habe die seitlichen Fenster noch drin gelassen. Ja. Weil man, wie man hier sieht, wenn man ein bisschen näher rankommt, haben die das halt damals, warum auch immer, mit irgendwie so ein Verbundholz, Schichtholz, das haben sie hier einlaminiert, hier umlaufend und vor allem um die Fenster als Rahmen. Und hier sieht man sehr schön halt, wie das ja vergammelt ist, morode ist, morsch ist durch die Feuchtigkeit. Und da muss ich das erstmal so einen GFK-Instandsetzer anschauen. Mhm. Und dann müssen wir das weitere Vorgehen besprechen, weil es halt auch sehr kostenintensiv wahrscheinlich wird. Mhm. Und dann müssen wir erst mal mit dem Kunden rückversichern. Also das ist halt auch ziemlich angegriffen. Natürlich das Ganze vom ganzen GFK sieht es gut aus. Mhm. Aber die Bereiche halt um die Fenster und Dachluken müssen halt noch instand gesetzt werden. Ja, sehr gut. Ja. Und du hast ja deinen letzten Tag heute. Geht dann in Urlaub, 2 Wochen bist du weg. Ja, genau. Du lässt das Schiedwetter hinter dir. Ab ins Warme, genau. Wird auch Zeit. Ja. Nee, okay. Dann sage ich Dankeschön. Ja. Wir sehen uns nachher noch. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Urlaub. Ja, Dankeschön. Und wir gehen jetzt mal zu Tommy, gucken, was der macht. Genau. Jetzt tanken wir noch ein bisschen Karosserie und Blech in der Gegend. Karosserieluft. Oh, da versteckt sich jemand. Hey! Hast du kurz einen Moment Zeit für uns? Wir drehen gerade unser Werkstatt-Tagebuch. Klar. Super. Was hast du da gerade rumgefingert? Wasserkasten T3. Ist leider alles verrostet. Okay. Auch so eine typische Stelle. Ja, Klassiker, ne? Ja. Hier, Eckblech hast du schon rausgenommen, ne? Ja, ich kann dir das hier gerne mal zeigen, wenn du möchtest. Ah ja, das liegt da unten, ne? Genau. Da liegt das alte Eckblech, da liegt neues. Das ist alt. Mhm. Das ist halt so eine typische Stelle, die man halt eigentlich nicht sieht, weil das ist original. Ja. Und darunter ist eben alles verrostet. Ja. Und demnach auch da oben drüber alles. Ja. Und dann war da schon ein Blech eingesetzt, eine TÜV-Reparatur. Ja. Das Seitenblech ist auch angefressen, das kommt auch neu. Mhm. Ja. Alright. Dann lass uns mal ein bisschen über das Projekt reden. Ich glaube, sinnvoll ist, wenn wir uns von unten nach oben einmal vorarbeiten. Interessant und vielleicht um ein bisschen Kontext zu geben, ist auf alle Fälle, dass wir hier wieder den Klassiker haben. Wir haben den Dachrahmen restauriert. Das ist der Auftrag, den der Kunde unterschrieben hatte. Und der Kunde wollte immer so ein bisschen beobachten, budgettechnisch, und hat immer schon mit dem Gedanken gespielt, den Arbeitsbereich noch ein bisschen zu erweitern. Und das ist auch passiert. Ja, und nicht zu knapp. Der Kunde hat sich jetzt quasi dazu entschieden, neben dem Dachrahmen und der Front auch das Blechkleid zu machen. Quasi und einmal drumherum. Und wir rollen das Pferd jetzt einmal von hinten auf und machen den Anfang mit dem Blechkleid. Ne? Hier hinten haben wir jetzt schon gesehen, Eckblech und Wasserkasten warst gerade bei. Was hast du noch so bisher gemacht? Ja, hier hinten war noch... Hier, wo die Montageklappe einrastet, ne? Ja. Also die Montageklappe. Motorklappe. Motorklappe. Mhm. Genau, diese
Nase, wo die einrastet, die war weggegammelt. Mhm. Ja, dann eben Wasserkasten-Eckblech, Teil der Seitenwand. Mhm. Dann kriegt er einmal Radlauf neu auf der Seite. Alle Nähte ausschleifen, konservieren, einmal Außenschwelle. Die Nähte sahen noch gut aus nach der Prüfung jetzt? Ja, hier unten war schon mal neu gemacht worden. Ja. Aber an sich, da oben siehst du noch, dass noch ein bisschen schon mal erneuert worden, aber soweit alles gut. Okay. Genau. Also Schwelle. Die Seitenwände bleiben drin. Die Wände bleiben in dem Fall drin, genau. Ja, okay. Genau, einmal Schwelle. Dann Teil der B-Säule. Also. Ja. Genau, Kniestück vorne, also Radlauf, Teilersatz, bis hier neu, weil das hier zwischen halt auch alles vergammelt war. Und jetzt mal hier reingucken, das habe ich jetzt schon verschmiert allerdings. Hier drin in dem Bereich, da waren auch schon Löcher drin und Rosten auch durch. Ja. Da sehen wir auch noch ein Loch. Ah ja, was ist das nochmal? Da kommt die Entlüftung für den Tank rein. Ja. Die habe ich jetzt noch nachkalkuliert. Ja. Auch Klassiker, ne? Auseinanderbauen festgestellt, dass da auch noch ist. Mhm. Ja, dann haben wir hier noch die Einstiegsbleche instand gesetzt. Die rosten ja auch gerne mal durch. Mhm. Ja, vorne war ja Frontblech oben, war ja schon mit drin. Ja. Jetzt noch Frontblech unten. Ist auch neu gekommen. Haben wir neu eingesetzt, ne? Genau, ist ja auch die typische Stelle, dass es hier zwischen immer gammelt. Ja. Genau. Ja, das Dachrahmenblech, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oben, ne? Ja, wir lassen ihn gleich nochmal runter. Okay. Lass mal einmal hier haben wir noch am Einstieg, glaube ich. Genau, die Seite auch Einstieg. Ist auch instand gesetzt. Mhm. Und auf der Seite hier vorne ist gar nichts mehr. Nee. Allerdings hier hinten, wie auf der anderen Seite auch, Radlauf. Sieht man ja hier schön. Richtig schön verrostet. Ja. Eckblech und auch wieder Teil vom Seitenteil. Da gibt es schöne kleine Reparaturbleche, die man da einsetzen kann. Okay. Für den Wasserkasten gibt es auch Reparaturbleche. Also das ist. Hier sieht man auch eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera oder mit der Kamera einfilmen kann, dass hier schon mal jemand bei war. Ne? Hier sieht man so schön Farbläufer so ein Stück weit. Schon mal nachlackiert. Schon mal nachlackiert. Ohne zu zerlegen. Ja. Der hat ja die großen GFK-Schussstangen und die sitzt ja hier so drüber. Ah ja. Ah, siehst du? Ja, genau. Okay, dann lass uns ich fahre einmal die Bühne ein bisschen runter, Tommy, dann können wir noch mal einen Blick auf den Dachrahmen werfen. Genau. Oh, falsche Richtung. Und Dachrahmen bist du auch schon relativ weit, ne? Also ich glaube, ist eher die Zielgerade, ne? Ja, genau. Ja, beidseitig, ne? Drin sind die Bleche schon ja. Oh, steht was unter, ne? Einmal fertig punkten. Und dann konservieren. Ja. Ist dein erster Dachrahmen jetzt gewesen? Ja, das war der erste. Wie war es so für dich? Stopp. Ja. Andere Seite sind keine Räder dran. Ach so. Ja, Entschuldigung, danke für den Hinweis. Ja, nee, das war der erste. Ja. Und da hast du dich gut reingefunden? Ja, Thorsten hat immer mal ein bisschen drüber geguckt. Ja. Mir ein paar Tipps gegeben. Ja. Know-how-Transfer. Genau. Sehr gut. Okay, dann lass mal schauen. Wir haben jetzt hier die Beifahrerseite. Da ist der Bearbeitungsstand der, dass du soweit die Bleche schon eingesetzt und angefertigt hast. Genau, die werden jetzt nur noch verpunktet, richtig? Ja. Leider hat der Punkt ja aufgegeben auf der Hälfte. Ja. Auch sowas passiert. Auch sowas passiert. Ja. Ja, wir versuchen den gerade noch reparieren zu lassen. Das ist aber gar nicht so ein leichtes Unterfangen. Ist vielleicht auch mal interessant, so als Hintergrund zu erfahren. Wir haben den eingeschickt zu unserem Haus- und Hoflieferanten, von dem wir den auch erworben haben und haben um einen Reparaturkostenvoranschlag gebeten. Und die Info war, machen wir nicht. Wir empfehlen euch, ein neues Gerät zu kaufen. Wir haben dann gesagt, wir möchten aber einen Reparaturkostenvoranschlag haben. Die Antwort war wieder, machen wir nicht. Normalerweise ist es so, wenn die Reparatur aus deren Sicht noch wirtschaftlich ist, dann bekommt man einen Reparaturkostenvorschlag. Wenn die Reparatur aus deren Sicht nicht mehr wirtschaftlich ist, dann bekommt man keinen. Wir werden aber nicht gefragt, ob die Reparatur vielleicht für uns doch wirtschaftlich zu betrachten ist. War ein bisschen befremdlich, aber ist wie es ist, wir gehen mit um. Aber es ist ein interessantes Beispiel, ne? Dass
man so ein Stück weit auch dahin, ich will es positiv ausdrücken, nicht zu negativ ausdrücken, ne? Doch ein bisschen gedrängt wird, neue Geräte zu kaufen und dieser Reparaturfokus dann teilweise nicht vorhanden ist und vielleicht auch nicht gewollt ist. Ist bei uns halt natürlich komplett das Gegenteil. Aber lass mal weitermachen. Ne? Den Punkt dann kriegen wir organisiert, dann genau. Geht es nachher weiter. Und genau, hier vorne. Ah, hier hat er noch funktioniert, ne? Dann ging er noch, oder? Ist das gepunktet? Nee, das ist gelötet. Ah ja. Das hier vorne habe ich mit dem anderen gepunktet, aber für die Dachrahmen an sich brauchen wir den anderen. Ja, Da kommen wir mit den herkömmlichen nicht ran. Ja. Okay. Ist ein bisschen komplizierter. Genau. Genau, wie gesagt, das ist jetzt drin, das war beim letzten Mal ja noch nicht drin. Ja. Hatten wir ja nur rangeklemmt. Mhm. Ja, und auf der Seite sieht es halt genauso aus wie auf der anderen, auch fixiert schon. Wird denn, hier siehst du ja, ich habe es nur festgeschraubt mit den Löchern zum Punkten nachher. Ja. Aber bevor ich das mache, wird es hier unten erst fixiert, damit er mir nicht abhaut beim Schweiß nachher. Ja. Ja, sehr gut. Genau. Nee, sieht gut aus, Tommy. Hier haben wir noch ein bisschen noch, Scheibenrahmen, ne? Genau, hier war noch ein bisschen Scheibenrahmen. Ja. Und da hast du dann Teilersatz gemacht. Genau, also hier beispielsweise ist ein Blech dann reingekommen, ne? Genau. Ja. Hier vorne auch. Ja. Okay. Ja, super. Hast du noch irgendwas Spannendes, was du loswerden möchtest? Nö. Cool. Dann gehen wir weiter. Wir gucken mal in die Halle von Thorsten, was der gerade für ein Projekt auf der Bühne hat. Und Tommy, vielen Dank. Wir sehen uns später. Genau. Thorsten hat auch einen Dachrahmen. Thorsten hat auch einen Dachrahmen. Jetzt hast du schon die ganze Spannung rausgenommen, Tommy. Tommy hat den Cliffhanger zerstört. Danke, Tommy. Bitteschön. So, Tommy hat ja schon den schönen Spannungsbogen kaputt gemacht. Wie ihr seht, seht ihr einen Wäscheständer. Warum Wäscheständer? Keine Ahnung. Aber der Platz eignet sich scheinbar, um die Fahrradklamotten zu trocknen. Ist auch total okay. Johannes, unser sportlichster Kollege, fährt jeden Morgen nämlich mit Fahrrad zur Arbeit. Und das sind seine Klamotten. Aber darum soll es nicht gehen. Wir haben hier den Dachrahmen, den Thorsten gerade bearbeitet. Das ist ein Bus, der einem Kunden aus München gehört, der auch den klassischen Restaurierungsabschnitt machen lässt, Dachrahmen und Front vorne. Wir gehen am besten einmal rum. Wir sehen hier, dass Thorsten Rost beseitigt hat und am Schweißen war. Hier hinten hat er das Eckblech, was er gerade anfertigt, schon mal fixiert, um so ein paar Anpassungsarbeiten vornehmen zu können, damit es nachher eingeschweißt werden kann. Wir sehen hier, anders als bei Tommy auf der Seite, dass der Dachrahmen noch nicht bearbeitet wurde. Wir sehen hier relativ gut dann auch den Rostbefall. Und an der Front hier vorne hat Thorsten schon ein paar Arbeiten vorgenommen. Das eingeschweißte Blech auch schon ein Stück weit konserviert. Wenn wir mal hier unter die Schweißdecke schauen, dann sehen wir, dass das obere Frontblech noch drin ist. Ich weiß gar nicht, ob es gemacht werden muss. Ich würde davon ausgehen jetzt gerade, dass das nicht der Fall ist, weil es relativ gut aussieht. Wir hatten hier im Bereich des Scheibenrahmens ein paar kleinere Arbeiten. Hier ein bisschen was. Und ja, und hier auch wieder ein bisschen was. Scheint drin zu bleiben, das obere Frontblech. Das untere ist erneuert worden, ähnlich wie bei Tommy. Klassische Schwachstelle. Einmal komplett neu reingekommen. Und die Fahrerseite sieht vom Dachrahmen her ähnlich aus wie die Beifahrerseite. Hier ist noch nichts weiter gemacht worden. Macht er dann zu einem späteren Zeitpunkt, wobei ich auch gerade sehe, dass das vom Zustand her eher ein Dachrahmen ist. Ja doch, ne, wenn man hier so richtig reinguckt, dann sieht man doch den Rostbefall ziemlich stark. Hier hat er mal ein bisschen schon was aufgemacht. Hier hinten ist auch ein Loch. Also ist notwendig, das zu tun dann. Genau, das ist so das Projekt von Thorsten gerade. Wir haben uns noch eine kleine Anschaffung gegönnt. Eine vernünftige Blechschere, um Bleche vernünftig zurechtschneiden zu können, hatten wir in dem geilen Umfang vorher noch nicht. ich würde eigentlich auch vorschlagen, wir kommen dann zum Ende für heute. Wir haben mit allen Kollegen gesprochen, alle Projekte gesehen. Wir haben zwar gestern den Eisstrahler da gehabt, aber
Das Thema Eisstrahlen würden wir gerne mit euch nochmal separat angehen, nämlich mit unserem Eisstrahler gemeinsam. Ist auch soweit abgestimmt, wenn er das nächste Mal da ist, drehen wir ein Video und er erzählt uns den ein oder anderen Hintergrund zum Eisstrahlen, warum es sinnvoll ist und wie es funktioniert. Und ich denke, damit können wir zum Ende kommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare. Abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut.